Was ist das hier? Ein Plan muss her. Wir machen die Biester fertig und hauen ab. Guter Plan. Sergeant Kay, was haben wir noch? Wir haben, 8 Magazine 556 FMJ, 3x40 mm Explosivschuss, 2 9mm Pistolen und 4 Magazine. Das sollte passen. Und 2 Phosphorgeschosse. Oh, und ein Block. Composition C4. Es reicht einfach nicht. Und wir haben das hier. Ist alt. Unberechenbar. Es muss eben reichen. Keine Lunden, aber wir können sie mit dem C4 hochjagen. Hoffen wir, sie ballern noch gut. Die Vampire kommen aus diesen Kokons. Ihr habt die ganzen Dinger gesehen. Da könnten Tausende drin sein. Wir jagen sie hoch. Fackeln so viele Mistviecher ab wie möglich und dann zurück nach oben. Machen wir es so, Sergeant? Hurra. Ich lasse nicht zu, dass er eine Waffe hat. Da sind wir schon drüber hinaus, Ma'am. Wir kämpfen gemeinsam. Unsere Forscherkumpel waren wohl auch hier. Wir sollten uns besser nach etwas umsehen. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu House of Ashes. Wow, kann ich einfach nur sagen. Also gerade die letzten Folgen waren jetzt doch... Sind wir sicher, dass das klappt? Wird es. Ich hätte es früher sagen sollen. Tut mir leid wegen Eric. Danke. Lieb von dir. Rachel, ich will doch. Deine Hände. Alles gut. Mir ist nur kalt. Naja, sie ist ja infiziert, so wie ich das mitbekommen hatte. Ne? Sie ist ja irgendwie gekratzt worden oder so. Aha. Wenn das jetzt die Mondscheinsonate ist. Ne? Je mehr ich über die musikalische Sprache dieser Kreaturen herausfinde, desto fieberhafter überlege ich, wie sie hierher gekommen sind. Sind sie in den Tagen der Dinosaurier durch die Lüfte geglitten? Hat ihr riesiges Reich den Globus umfasst, als wir uns noch von Bäumen hangelten? Sie sind jetzt tot. Ihre Form ähnelt der unsrigen, aber alles andere an ihnen ist im Leben, wie wir es kennen, fremd. Die Konsole zeigt anscheinend eine Sternenkonstellation, Cetus, von der Erde aus gesehen. Kamen sie von dort und haben die großen Weiten des Alls durchquert, um hier zu landen? Haben sie versucht, zurück nach Hause zu reisen? Sag ich doch, Aliens. Könnten natürlich auch vampirische Aliens sein. Also dann hätten alle recht. Hab was gefunden. Okay. Die lebt aber doch gar nicht mehr, die eine. Also mit anderen Worten, das ist hier sehr explosiv, so hört sich das an. Das sieht so danach aus, dass wir da eventuell weiterkommen. Ich gucke erstmal, was hier anders noch leuchtet. Wir wollen natürlich nach Möglichkeit alles hier mitkriegen. Bestellung neuer Ausrüstung, Spitzhacken, Seil und so weiter und so fort. Gasmasken. Wer auch was immer dies findet. Davon? Geht es wirklich nur um diese Tafeln? Verzeihen Sie mir, ich habe das Dynamit sabotiert, um meine Kollegen daran zu hindern, diesen Tempel vor der Welt zu verbergen. Na super. Lady Bradshaw hat mich zu Recht hierher gebracht. Diese Kreaturen sind der Schlüssel zu unbegrenzter Macht. Hier liegen Geheimnisse verborgen, mit denen die Menschheit nach den Sternen greifen könnte. Vielleicht sogar Unsterblichkeit erreichen. Bitte schützen Sie diese Ruine und nehmen Sie mir meine Taten nicht übel. Ich diene nur der Zukunft. Alice van Hüten. Okay. Hallo?
darfst dich gerne bewegen. Ist da in der Ecke auch noch was? Nee, ne? Kann ich mit dir noch reden? Könnte ich nur noch mal die Sonne sehen. Sonne und ein kaltes Bier. Rachel. Ja? Tut mir leid wegen Eric. Er war ein guter Mann. Das war er. Ja, und sie kann sich ja irgendwie nicht so richtig entscheiden. Da haben wir noch was. Sie kommen. Wir müssen es hier beenden. Mit, wenn mir noch genug Zeit bleibt, wird es meine letzte Handlung sein, dieses Tagebuch auf. Vielleicht kann es als Warnung für jene dienen, die... Die Knochen dieses Tempels sind blutgetränkt. Wir haben unentdecktes Gebiet betreten und etwas Uraltes und Böses aufgeweckt. Eine Blasphemie, die unbeschreibliche Form und Gestalt angenommen hat. Äonen haben wir als Kinder dieser Welt gelebt, nicht gewahr des Schreckens, der unter unseren Füßen schlummert. Nun haben wir blind die Tore zum Wahnsinn aufgestoßen. Ich habe Angst, aber wir müssen tun, was getan werden muss. Wir müssen diesen Ort für alle Ewigkeiten versiegeln. Für die Menschheit. Mary, es tut mir leid. Ich wollte gerade sagen, back jetzt hier bitte nicht rum. Keiner von ihnen hat überlebt. Tja, ich schätze, das ist normal, ne? Jagt Opfer, pflanzt Parasit ein. Parasit greift heran, wird stirbt. Reift heran, meine ich. Parasit übernimmt den Körper. Ja, ich sag doch, wie Aliens. Kann man sich hier noch umsehen, ne? Also wenn sich schon einer opfern sollte, dann sollte sie das tun. Mal schauen. Oh, es singt. Alles okay? Es muss etwas geben. Eine Sprache aus Akkorden, Tonleitern, schallbasiert. Mary spielte Klavier. Sie hat es entschlüsselt. Sie dachte, die Gravuren stehen für Sterne. Siehst du? Das ist Cetus, der Wal. Wir sind weit weg vom Nachthimmel. Es ist ein Rätsel. Dem Tagebuch nach hatte das Gerät nur eine einzige Tonleiter. Mary hatte sich's allein angesehen. Es könnte eine weitere geben. Ich brauche deine Hilfe. Was kann ich tun? Diese Konsole muss von zwei Personen bedient werden. Okay. Muss ich irgendwas Spezielles machen? Nee, ich muss mich nur bewegen, oder? Oder? Ich doch im Kreis. Ich komme da aber nicht hoch. Ah, jetzt. Das ist unglaublich. Mary glaubte, dass die Kreaturen einst friedlich waren. Ihre Sprache war Musik. Wie könnten sie da nichts fühlen? Dann geschah eine Tragödie. Ihr riesiges Reich
ging unter. Ihre Musik verstummte und sie bekämpften einander. Was ist passiert? Eine Krankheit? Wahnsinn? Wir wurden aus den Architekten Killer. Was es auch war, es hat sie verändert. Jetzt sind sie voller Hass. Tiere, tote Wesen. Keine Opfer übrig. Sie schliefen und warteten. Und zwar auf uns. Scheiße! Rachel! Rachel, sieh mich an. Es ist in mir drin. Tut mir leid. Ich will das nicht machen. Nein, nein. Wenn, dann sollen die mich abknallen. Sie kamen von den Sternen. Das hier ist eine Arche. Tu doch was, sie wird zu einem von denen! Ich mach dem Elend ein Ende. Halt sie fest, verdammt! Es muss einen Weg geben, das darf nicht sein! Es geht nicht anders. Halt sie fest! Weißt du noch, was mit Clarice passiert ist? Rachel wird es genauso schrecklich ergehen. Nein. Jason, tu das nicht. Ich muss dich ausschalten. Also ich versuche ja immer noch alle zu retten, deswegen. Ich bin's, Jason. Bitte, lass mich leben. Rachel, nein! Du wolltest mich erschießen? Was stimmt nicht mit dir? Mit mir stimmt nun mal alles. Warte, ein Vorschlag. Alter, spuck schon aus. Die Flüssigkeit in den Kokons könnte was bringen. Fuck, ich glaube, ich weiß auch, was du hinaus willst. Wovon redet ihr? Die Flüssigkeit hält am Leben, aber man altert nicht. Da war ein Mann, bedeckt mit der Flüssigkeit, und er hätte tot sein sollen, aber er war es nicht. Diese Flüssigkeit könnte auch Rachel retten. Ist das dein Ernst? Es könnte die Verwandlung aufhalten. Die Kokons würden sie schützen, bis wir Hilfe holen. Die einzige Hoffnung. Tu's einfach! Mach, dass es aufhört! Der da.
Wir kommen zurück zu dir. Lass mich hier nicht sterben! Niemals. Versprichst du es mir? Ja, Ma'am. Bringt euch um jeden Preis in Sicherheit. Die Welt muss erfahren, was hier unten passiert ist. Siehst du, was ich sehe? Das besteht alles aus Kokons. Tausenden davon. Legen wir den Sprengstoff dort. Verbrennen sie. Shit, die Schlucken. Wir müssen hier weg. Schnell! Okay, aufgepasst. Wir haben viel eingesteckt. Brüder verloren. Rachel ist tot. Der Colonel auch. Aber jetzt wird's Zeit, uns zu rächen. Wir bringen überall an den Gebilden Sprengstoff an und benutzen dann die Fernzündung. Sobald das Zeug hochgeht, machen wir, dass wir wegkommen. Mit etwas Glück rösten wir nicht nur ein paar Vampire, sondern lenken auch welche ab. Salim, bereit? Oh ja. Okay, dann lassen wir es krachen. Okay. Wer platziert das Dynamit? Freiwillige vor. Ach, scheiß drauf, ich mach's. Du spinnst. Wir machen's zusammen. Nee, die sehen uns, wenn noch mehr von uns da unten sind. Nimm den Zünder, falls ich es nicht schaffe. Nick! Hör zu. Falls ich es nicht schaffe, musst du die Dinger hochjagen. Aber ja, nicht zu früh dann rumfummeln. Du bleibst immer in Funkkontakt, klar? Und wenn ich keinen Empfang habe? Gebe ich ein Leuchtsignal. Wenn du das siehst, drückst du den Zünder. Sei schnell und vorsichtig. Verstanden, Kumpel? Schwer zu erkennen. Wo ist der hin? Hallo? Junge? Ist er jetzt nach oben oder nach rechts gegangen? Da! Da ist einer vor ihm! Links von ihm! Nick, die Kokons vor dir brechen auf. Mach schneller, Mann! Nein! Hallo! Ich will weitergucken. Erste Ladung platziert. Over. Wo lang? Links, rechts. Oh, nicht der schon wieder.
Ist das krass. Wird langsam brenzlig da unten, Bruder. Lass den Rest vom Sprengstoff liegen und komm zurück. Seh dir das an. Der Jackpot. Das ist zu weit. Okay. Ich komm zurück. Drück den Knopf! Zur Hölle ist Salim. Der Sprengstoff hat's echt gebracht. Sieht aus, als ob hier gleich alles einstürzt. Salim! Er lebt noch! Salim, komm schon. Hörst du mich? Bin umzingelt. Ich stecke in der Klemme. Vampire. So viele Vampire. Was überlegst du noch? Wenn wir zurückgehen, sterben wir auch. Alleine schaffe ich es nie hier raus. Komm mit. Er gehört nicht zu uns. Wir dürfen aber auch keinen zurücklassen, Junge. Ich gehe. Salim gehört zu uns. Marines lassen niemanden zurück. Hörst du mich, Salim? Falls ich es nicht schaffe, sag meinem Sohn, ich habe alles versucht. Sag's ihm selbst. Ich komm dich holen. Ich glaube, ich habe gerade mein Todesurteil unterschrieben, aber wenn ich draufgehe mit denen, dann richtig, richtig heroisch. So. Was denn? Du willst wohl auch Spaß haben. Ich dachte, der ist umzingelt. Das war ein Einzelner. Hast du das Ding gerade ernsthaft zu mir geschmissen? Hab ich. Verschwinden wir. Der Typ ist cool. Und der ist sauer. Der Tarszene. Mit ihr? Bin ich die Einzige, die noch in die Frau denkt?
daran, dass das Ding ziemlich klapprig ist. Die paar Fledermäuse schaffen dich nicht. Oh Mann, das war so verdammt unglaublich. Die haben uns überrannt, aber Salim und ich sind durch sie durch wie beim letzten Touchdown des verdammten Super Bowl. Hört zu, wir sind noch nicht in Sicherheit. Aber ihr, so wie ihr seid die Besten. Ach was, die Besten der Besten. Wir schaffen's nach Hause. Hurra! Hurra? Hurra! Gleich nach. Was ist? Sie wollte wohl einfach nicht tot bleiben. Bin ich die Einzige, die mitkriegt, dass die alle verwundet sind? Ja.